Don Franco, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, aber wenn ich jetzt einmal auf 990 bin, dann ist es nicht so weit weg, dass ich sage, es ist für mich unmöglich. Weißt du, was ich meine? Ich kann es dieses Jahr wirklich zum ersten Mal packen. Es wäre so überkrank für mich. Das würde mich so stolz machen, Alter. Ihr wisst, wie schwer es ist, einfach, ne, die Anfänger von 600 auf 700 zu kommen, von 700 auf 800. Und wenn man dann diesen Badge am Start hat, hatte ich noch nie dieses Abzeichen. Ich würde so feiern, ey. Ich würde so feiern. Aber ihr wisst, dass das Game noch kommt, wo wir nichts machen können. Ihr wisst es, Leute. Ihr wisst es einfach. Das ist die Crisscross Army, die nachts noch supportet. Viele müssen arbeiten morgen, aber denen ist das wichtig, hier zu supporten. Die sind einfach so lange da. Und danke nochmal, dass so viele von YouTube wieder rübergekommen sind. Wir hatten auf YouTube, wie gesagt, Streams, da waren 150, 160 Leute dabei. Ihr wisst es, Alter. Aber dass wir auf Twitch jetzt auch schon so groß sind, Leute, Respekt, Alter. Respekt an euch. Auch nochmal für alle, die jetzt hier gesubbt haben, ne? Viele wissen nicht, was das ist. Ihr könnt mich abonnieren. Ihr habt dann keine Werbung. Ihr könnt die ganzen Emojis dann freischalten, die ich hier am Start habe. Wer noch kein Follow da gelassen hat, oben rechts in der Ecke ist das Herz. Lasst doch mal ein Follow da. An alle, die mich noch nicht kennen. Und Leute, denkt dran, eure Subs, ne, auch wenn ihr Prime mit Prime abonniert, müsst ihr monatlich erneuern. Das heißt, ihr werdet aber auch erkennbar sein an einem 2-Monats-Sub. Also da läuft eine Frist bei euch ab, wird euch aber auch angezeigt. Und dann könnt ihr hier nach 2 Monaten sozusagen, also nach einem Monat jetzt, könnt ihr dann wieder einen Sub reinhauen für nächsten Monat. Ja, ist ja für Prime-Mitglieder kostenlos. Das heißt, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr auf jeden Fall euch mit Twitch verbinden, kostenlosen Sub reinhauen. Für alle, die ein Abo da gelassen haben, Leute, ne, geht das natürlich ganz normal auch so weiter. Ja, dann bekommt ihr für 2 Monate ein anderes Abzeichen vor eurem Namen und dann wird man erkennen, ah, das ist ein Follower schon von 2 Monaten. Der ist ein krasser Supporter. Und so wird man nachher Spieler unterscheiden können oder euch unterscheiden können, wie lange seid ihr dabei, supportet ihr das weiterhin hier mit eurem Sub, ne? Das ist natürlich was ganz Besonderes, ne? Ob jetzt einer mir 5 € spendet, ne? In dem Sinne, ja? Da bin ich auch sehr für dankbar, Leute. Natürlich, das ist geil. Aber ein Sub, sage ich mal, ist auch was Besonderes, ne? Davon habt ihr auch was, ne? Das ist klar, ne? Also, ich feiere alles von eurem Support. Das ist selbstverständlich, ne? So, Django. Hatten wir doch schon mal. Wir hatten doch schon mal einen Django, oder? Mal einen Django aus Frankfurt. Aber ich spiele komischerweise mit Fernando Santos das konsequent durch hier. Konsequent. Ganz ehrlich, wir brauchen in der zweiten Halbzeit einen Unterschiedsspieler. Ober kriegt seine Chance. Der Cheater-Ober, der Ober-OP. Ich nenne ihn auch Ober-OP. Hinten sind wir nicht ganz so stark, okay. Dann wird er jetzt als Case 360 Freak und Zuckerstange 790. Danke für eure Follows. Danke, dass ihr hier reinkommt. Mega krank. Gefährliches Ding, ne? Weil es wird ein besonderes Spiel. Entweder er fällt unter 800 oder ich falle. Also sind das immer die schweren Games, ist klar. Der schreit wie du. Jetzt weiß, hier gibt noch andere Verrückte. Galli, Alter. Geil. Danke, schöne Grüße an deine Mutter auf jeden Fall. Ja, es gibt noch andere Verrückte auf dieser Welt, die wegen so einem Game aufregen. Licht. Er ist drin. Warum geht das nicht lauter? Was meinst du? Musik oder? Grüß deine auch. So, jetzt aber Concentration hier. Hartes Game. Das geht schon. Habe ich nicht hingespielt.
Ronaldo mit dem Innenrist in die lange Ecke. Was ist hier los bei der Passworte? Weiter geht's. Was für ein Tor. Nein, warum braucht er so lange für die Ballannahme, Mann? Das muss das 2-0 sein. Das muss das 2-0 sein. Das muss wirklich das 2-0 sein. Ja, Mann, Aubameyang, deswegen habe ich dich gebracht, Bruder. Was ist hier los, Alter? Komm jetzt. 2-0, meine Pestfreunde. Was ist das heute für ein Abend hier? Was bringe ich für ein Niveau die letzten beiden Streams? Hashtag mal Eigenlob in den Chat rein hier, meine Pestfreunde. Hashtag Eigenlob in den Chat rein und vorsichtig sein bei diesem Ding jetzt. Nein, schlecht, 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 Rolf. Wiederholen das Ding, musst du. Ruhig, Ruhe am Ball. Ruhe am Ball, lass ihn anlaufen. Parisi, lass ihn anlaufen, lass ihn anlaufen. Das ist der Fehler des Jahrhunderts. Das wird bestraft. Aber nicht, wenn du Baresi hast. Es ist einfach schlecht, was ich jetzt mache. Oh, der ist ruhig. Dieses Spiel ist zu einfach. Ich liebe dieses Game, meine Pestfreunde. Ich liebe dieses Game. Was ist hier los? Der neue Bot ist am Start. Er heißt Chris Cross. Ja? Gestern noch ein kleiner Bot, heute der Bot. Ciao, Bruder. Man braucht einfach Glück im Leben. Wenn man den Mund zu voll nimmt. Da ist er aber. Lucky. Man nennt ihn auch Lucky. Lucky Cross ab jetzt. Lucky Cross. Warte mal, ich verstehe aber eins an der Sache nicht, Leute. Was ist da los, meine Pestfreunde? Warum feiern die Auswärtsfans nicht, Mann? Ey! Mit Ronaldo da habe ich ihn. Er ist jetzt noch am Drehen. Dem ist jetzt noch schwindelig. Oh, das war doch kein Foul. Lucky Luke. Darf nicht übermütig werden. Ich muss jetzt hier weitermachen. Das kann schnell gehen. Ich sag's so, das kann schnell gehen. Das kann schnell gehen. Das kann schnell gehen bei diesen Fehlpässen, die ich gerade bringe. Das kann schnell gehen. Ja, 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 ja. Komm, vor der Halbzeit kein Gegentor mehr. Das wär bitter, richtig bitter. Da ist es aber. Nein, ist es nicht. Wir bleiben clever. Nein, den wollte ich nicht spielen. Ruhig, wir müssen vor der Halbzeit jetzt nichts riskieren.
Das ist krank, dass der nicht drin ist. Das war ja Weltklasse. Das ist ja krank, dass der nicht drin ist. Das sollte nicht sein, Leute. Was war das? Was hat Ober mit ihm gemacht? Was hat Ober mit ihm gemacht? Ruhe am Pad. Ruhe am Pad ist die Devise. Das liegt alles am Level Up, Leute. Das ist the Concentration. Das ist the Concentration. Was macht Ober mit ihm, Mann? Das muss 4-0 stehen. Jetzt nicht leichtsinnig werden, ne? Wir müssen weitermachen. Weiter ruhig spielen. Habt ihr gesehen, diese schnellen Richtungswechseln, die sind total wichtig. Und diese Ballflüsse sind total falsch. Natürlich lässt es sich gut spielen, wenn man führt, ne? Dann verzweifelt man als Gegner. Ich weiß, ich kenne das Feeling, Alter. Dann läuft man viel hinterher, das ist einfach so. Mach's jetzt aber nicht gut, ey. Ich hab's echt verdient, das 3-1 zu kriegen hier. Das ist so. Spielt ihr 2 bis 3 Fehlpässe, zack, wird das bestraft, ja. Und jetzt bin ich am Zittern wieder beim 3-1 hier. Oh, ist das nervig. Wieso stehe ich überhaupt einen defensiv? Das wollte ich gar nicht. Jetzt kriegt er auch den Push, ne? Ja, klasse. Wichtig von Piqué, aber da ist der Ball wieder durch. Wichtig. Piqué, klasse. Klasse, Piqué. Nein, wir müssen jetzt Zeit von der Uhr nehmen, ne? Das ist ein wichtiges Spiel hier. Komm, er muss kommen. Eigentlich müssen wir ihn so provozieren, dass er offensiv stellt. Wir müssen ihn provozieren. Er muss einen Offensiver stellen. Macht er aber nicht. Das war wichtig. Das war wichtig, ne? Erst Ball halten, ein bisschen provozieren, dann lange Ecke schieben, den richtigen Moment abwarten, weil er wird ungeduldig und pusht euch dann. Weiter geht's, meine Pestfreunde. Come on! So, und jetzt stellen wir einen zurück und lassen ihn mal ein bisschen kommen. Oh, was war das? Okay. Ey, Bruder. Foul! Läuft durch die Füße durch. Das regt halt einen Gegner auf, ne? Nicht auf schnell laufen sein. Leute, abwarten. Dann nicht so wie Kräuf jetzt hier, aber abwarten spielen. Kräuf kriegt ihn wieder. Das regt immer einen Gegner auf. Ronaldo holt ihn sich wieder. Okay, ahnst du? Körper rein. Nein, Mann! Chelsea-Modus, der Bus wird im 16er geparkt, so sieht's aus. Leute, sorry, dass ich den Chat gerade nicht so im Blick habe. Ronaldo muss ja lange raus, Alter. Wir bringen Schalloff. Und Messi, Leute, Messi. Und hier muss noch einer kommen. Können wir nicht mehr? Oha. Die Seite ist natürlich dann offen, aber bei 4-1-Führung in der 78. müssen wir das holen, ja?
Criss Cross, das habe ich noch nie von dir gesehen. Ganz großes Kompliment, so ruhig und abgebrüht. Mega. Ja, Andi, ich sag's ja, irgendwie ist die Konzentration jetzt da. Irgendwie habe ich ein bisschen mehr Spielverständnis durch das viele Zocken bekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall fühle ich das Game momentan. Egal, was passiert, ich fühle es irgendwie. Ich weiß nicht, so einen Run hat jeder mal, aber irgendwie, momentan liegt mir das Spiel. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, ja. Man hat Phasen, da verzweifelt man im Script und sonst was. Ja, im Moment liegt es mir. Ich weiß nicht, wie es... Warum es so läuft, aber ich scheine ja ruhiger am Pad zu sein. Ja, diese Aktion habe ich nicht gebracht, ne? Das zermürbt einen Gegner. Das zermürbt einen Gegner, ist so. Immer warten, immer von der Taste auch runtergehen. Schalloff. Alter. Was ist das denn für ein Cheater-Spieler? Habt ihr diesen Move von Schalloff gesehen? Uhuhuhu, er macht schon wieder sein Tor. Uhuhuhuhu. Der OP. Schalloff. Das war Trick Trap. Trick Trap vor dem Tor. Leute, Trick Trap Video habe ich schon gebracht, wie man den macht. Bei der Ballannahme. Schalloff ist da. Schalloff, jetzt mussten aber auch wiederholen. Wir verloren den Ball. Manchmal muss man einfach stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie ich das euch erklären soll, aber guck mal, man muss immer den Move mitmachen vom Gegner und einfach vor der Abwehr muss man einfach stehen bleiben, anstatt jetzt sich immer mitzudrehen. Wisst ihr, was ich meine? Oder voll drauf zu gehen. Schalloff wieder. Böses Foul. Mach den Ball rein. Was war das für ein Scheißtor, Mann? Ich gebe ihm hier einen 6-1. Wer hat noch mal geschrieben, ich soll ihn richtig rasieren? Wer hat das noch mal geschrieben, Alter? Was war das für ein Tor? Messi, Messi. Messi. Schalloff! Ich feiere dieses Game. Criss Cross ist wieder on fire, Mann. Er rasiert ihn hier 7-1. Ich feiere das. Schalloff, der knallt ihn einfach rein. Yes, baby! I feel it! I feel it! Was eine Bude, Alter! Krank, was hier abgeht, Mann! Boah, den müssen wir uns nochmal angucken von Schalloff. Leute, ich nehme es nicht wahr! Könnt ihr es hören? Könnt ihr es hören? Was ist da los, meine Pestfreunde? Warum feiern die Auswärtsfans nicht, Mann? Hier, Schalloff. Alter, guck mal, wie er den Ball streichelt und dann macht er ihn da rein. Da macht er sein Ding schon. Wie geil er ist, Alter. Schalloff ist mega. Jetzt zieht euch Schalloff rein, Alter. Da, Beckham. Er springt auf Schalloff. Kurzer Doppelpass mit Messi. Zack. Alter, ich feiere diesen Schalloff. 992 Points. Ich kann das gar nicht glauben, Alter. Ich kann das nicht glauben, ey. Gleich 3 Siege, gleich Bierdusche. Ey, da denke ich mir was aus, Alter. Dann hole ich mir eine Wanne und kipp mir einen Weizen über den Kopf für euch. Ist einfach so, Alter. Da müsst ihr dranbleiben, Leute.